umso besser ist, ob das so passt. Na, hoffentlich. Ansonsten flamet mich hart. Er braucht's manchmal. So, Knife is live. Los geht's. Schon wieder Cash. Was haben eigentlich alle gegen Train? Ich will endlich mal Train sehen. Irgendeins. Bubu, ihr müsst Train wählen. Wir müssen Train. Wer soll dafür trainieren, ey? Train, beste Map. Oh, Object. Oh, die rasten aber aus hier. Aber so richtig. Ich glaube, die Knife und die ist safe, eindeutig. Easy. Zwei Mann. Schauen wir mal, was sie machen. Stay or Gay, oder wie war das früher? Hast du CSS eigentlich schon gezockt, Bubu? CSS? Nein, ich habe 1.6 gespielt damals. Danach habe ich eine Pause gehabt von 4 Jahren. Da habe ich ja nur COD gespielt. Ja, und dann habe ich mit CSGO wieder angefangen, vor 1,5 Jahren circa. Also CSS war nie mein Ding gewesen. Aber Stay or Gay und so weiter kennst du in dem Fall noch. Das waren noch Zeiten früher, ich sag's dir. Natürlich, das kenne ich noch. Oh, guck mal hier im Chat. Läuft für Payne. Schauen wir mal, was er macht. Fangirls sind auf jeden Fall da. Das müsste ihm noch einen Aufschub geben. Auf jeden. Die Frage ist halt, ob er den Chat anhat. Wenn er das sieht, dann kann er ja nur drücken. Oh, Digga, jetzt hier für Spill. 3 AP. Das ist der erste schon mal weg. Oh, der ist auch direkt gleich ein Hit kassiert. Mit dem Rush Y. Das wird wohl ein Kurzgoal. Mauli mit dem ersten trifft Frap. Aber auch nicht. Jetzt hat er getroffen. Oh, das wird sehr schwer für Mauli. Ja, alleine. Ob er da was reißen kann. Von Short. Oh, schöner Push hier noch. Da wird da von allen Seiten mal. Den wollte er haben. Weggezogen. 4 Frags von E-Rex. Ein sehr starker Auftrag von E-Rex. Hat das Ding hier quasi alleine geholt. Oh, das wird wohl ein schneller B. Gut, keine Waffen. Was machst du? Irgendwo musst du drauf. Beziehungsweise da jetzt SMGs im Vorteil. Schöne Smoke, aber die Events oder die Heaven Smoke hat nicht so funktioniert. Luzi macht zwar Damage, aber zu wenig. Geht dann auch down. Aber relativ schnell verschoben, ob sie den Retake packen. Naja, die Smoke liegt nicht so gut, Bombe liegt scheiße, also. Ja gut, Mauli ist letzter noch da. Da lassen die nichts anbrennen von Object Gaming. Da reicht's auch so. Drei Waffen durchgebracht. Der Plan war nur, dass es noch ein bisschen Kohle gibt. Also ich muss sagen, die Smokes, die waren recht gut gedacht, aber schlecht ausgeführt. Die Kleinen sind off-tracked. Das Team von Payen. Mitte wird rausgepusht, Spill verzieht sich gleich. Oh, Squeaky wird direkt gepusht. Mal gucken, ob er das schafft, die von hinten zu holen. Aber ich glaube, einer spielt den Lurker. Der passt auf. Downfahren. Oh, da kommt er. Gucken, ob er den zweiten noch riecht. Ja, den riecht er auch noch. Ah, kriegen sie auch nicht. Nee. Oh, 2 gegen 2, aber was ist denn hier passiert? Habe ich geschlafen? Ja, aus der Echo auf jeden Fall raus. Haben sie auf jeden Fall sehr viele Waffen schon mal rausgeholt. Ah, da fällt es. Da wird er weggegast. Und jetzt Würzi alleine gegen 2. Mal gucken, ob Würzi sich eine Waffe krallen kann und das noch richtig spannend machen kann. Oh, eine P90. Schaut noch, was er da noch abziehen kann. Nee, ich glaube, der geht. Hm? Matt, was tut er? Achtung! Ah, doch, er kriegt die Lava gerade so. Und jetzt muss er draufgasen hier. Ja, mal gucken, ob er den. Den Payen. Schade. Payen mit der AK, passt da auf. Ich glaube, Würzi dachte sich, ach komm, gehen wir die P90 safen. Da haben bestimmt die Timmy, die alle gleich geschrien: Ey, wir kaufen eh nächste Runde. Geh mal rauf da. 2 gegen 1 ist machbar. Aber leider hat es doch nicht so wirklich funktioniert. Aber nice try auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, was willst du da machen? Was will er denn safen? Scheiß auf die P90. So sieht's aus. Und vielleicht hätte es noch funktioniert. Zumindest hat er den einen noch geholt.
Object Gaming geht erstmal Richtung A. Gucken, ob sie da was reißen können. Wird auch defensiv gedeckt, die Mitte jetzt hier. Von Spillach. Wo bleiben denn die Gegenflashes? Kommen gar nicht. Aber die pushen auch nicht raus. Also geflasht wird und dann wartet nur, bis sie weg sind. Pusht dann erst und wann kann sich die ersten zwei snacken. Damit schon mal das Gröbste verhindert. Deswegen macht den nächsten Frag. Boah, steht in der Door mit der Nate in der Hand. Das darf doch auch nicht sein. E-Rex holt sich wieder. Ein richtig geiler Frag von E-Rex. Und ist damit aber auch alleine. Ja, jetzt heißt es eigentlich defensiv spielen und die AWP safen. Ja, ich würde am besten weit weglaufen, gegen drei die AWP irgendwie durchbringen. Kann man jetzt hier in der Mitte. Er riecht ihn quasi. Oder hat er ihn gehört, bin zu spät drauf gewesen, hast du dich gesehen? Wobei, er zieht's durch, er geht nach B. 20 Sekunden. Das hat er gehört. Aber gut. Geblendet. Oh, das ist krass. Aber er kriegt ihn durch! Oh mein Gott! Oh! Aber das hätte er echt noch. Also er hätte eigentlich noch Zeit gehabt, das Ding safe zu planten und dann. Ja. Ja, da war er ein bisschen unter Druck. Da war er, hat vielleicht ein bisschen die Coolness gefehlt. Ja, na, mein Gott, aber trotzdem auch wieder nice try von Optrack. Ja. Also von E-Rex. War raus. Hat eh zu lange gelebt, hätte instant fallen müssen von CT. Eigentlich schon, ja. Ich weiß dann nicht, wer das da gerade war, aber ich glaube, der muss noch ein bisschen auf die Deathmatch-Maps. Ich glaube, Wurzi war's. Bin mir auch nicht sicher. So, B wird aufgebaut. Aber vielleicht sind die Leute ein bisschen nervös. Doch langsam. Gut, wohl doch langsam oder. Ach, die ziehen sich wieder schnell zurück. Wieder verschoben. Oh, ja. Eis kann auf jeden Fall callen. Jetzt das hört er. Außer er hat kein Headset. Ja, wird auch schon. Donfahren geht hier schon weiter drauf. Auf A. Eisbill pusht da die Mitte, also es ist klar. Ich weiß nicht, was die zwei Mates noch auf B suchen. Eigentlich ist Smoke das war so also nicht geplant. Eigentlich ist B total ausgeschlossen. Eigentlich hätten sie schon längst rüberziehen müssen. Ja. Aber jetzt. Rede. Oh, Noscope geht aber rein. Zwei Noscope von Niki hier. Alter Schwede. Und kriegt Payen auch noch. Schönes also, Ding von sehr Niki. Gut gemacht. Ich wollte schon gerade sagen, jetzt werden die zwei auf A weggegast und haben den Spot, aber. Also ich weiß immer noch nicht, was die zwei Mates auf B noch gesucht haben, weil es war wirklich komplett ausgeschlossen, zumal Mitte schon durchgepusht worden ist. Okay, Nin hat die Pause gecallt. Ja, ich bräuchte bitte einmal Server, IP und Passwort fragen. Oh, hat's wieder einer nicht geschafft, ja? Ja. Der Wirzi ist rausgeflogen. Ja. Nein, der ist nicht rausgeflogen. Die haben ihn wechselt. Oh! Oh, okay. Stand-In kommt rein, da kommen jetzt die Tactics. Nee, Stand-In geht raus. Stand-in. Aha, gut, geht natürlich auch. Habe ich dir unten geschrieben, Lina? Danke. Bitte. Also, Stand-in geht raus, Main-Spieler kommt. Wird sie wahrscheinlich noch nicht so ganz wach. Oder wer weiß, vielleicht war der Main. Zu spät gekommen oder so. Genau, verschlafen oder so, man weiß es nicht. Aber wird auf jeden Fall getauscht. Niji, nein, die sind nicht global, das ist Skillgruppe 2, das geht von MG2 bis LEM. So ist es, also maximal LEM. Ihr werdet die Supremes Globals erst ab dem 12. sehen, Leute. Genau, nächstes Wochenende, am Samstag, der ganze Tag über Supreme und Globals. Und am Sonntag haben wir dann die letzten BO1-Spiele aus jeder Skillklasse. Und dann geht's ab in die Finals, die wir BO3 spielen, alle drei Skillklassen. Wie gesagt, Bubu, ich erwarte schon, dass du am Sonntag am Start bist, gell? Boah, ja. Wie lange geht jetzt der Block hier oder soll ich den ganzen Tag mit dir mitmachen?
Koldo hat es nicht geschafft. Koldo. Der alte Low. Oder wie lange geht jetzt der Block eigentlich hier von Gerrit? Ja, Gerrit ist ja eh nicht da. Also nehmen wir dieses und nächstes Spiel. Okay. Dann und wer ist danach? Der Annie am Start. Annie Nuss, ja, okay, gut. Dann genau. Bin ich heute Abend wieder am Start. Und der Bubu ist heute Abend wieder am Start. Gerrit. So, sieht aus, als geht's schnell B. Oh, alle haben sich eine Flash gekauft. Das wird wohl ein schneller B auf jeden Fall. Pistols, Bayern! Ne, kriegt er nicht. Alle blind. Da haben sich den ersten Track auf B gekrallt. Ja. Aber keiner guckt Heaven ab. Ne. So, oh, schlechtes Timing. Extract hier, Pech gehabt natürlich mit der Bombe jetzt. Was ist los mit Nick? Nico, Timeout oder was? Da war es doch nur in der Ecke. Naja, was soll er auch anderes machen? Er hat jetzt die Möglichkeit gehabt. Naja, aber ich glaube, der hat einen Timeout. Schau mal, der läuft ins Geländer. Oh, okay. CT zu pushen. Wenn er da gewesen wäre, hätte er keine andere Möglichkeit mehr gehabt. Schauen wir mal, ob er sich bewegt. What the fuck tut der? Der Nico, der läuft auch nur geradeaus. Ja, genau, also Timeout. Nico hat Safe Call Timeout. Ich weiß nicht, wieso da keine Pause gecallt wird. Da ist er vom Server. Also wäre Zeit gewesen, die Pause auf jeden Fall reinzubauen. Das war doch gerade der jetzt, das war doch der Main-Spieler, ne? Der für den Stand-In reingekommen ist, oder? Ja. Nee. Nee? War das? Nee. Ja. Gut. Ja, jetzt zu viert auf jeden Fall. Ja, Object hat direkt gleich wieder die Mitte eingenommen. Ist sehr wichtig auf Cage zumindest, auf jeden Fall. Mit Control. Die Mid Control ist sehr wichtig. Da ist er gesehen. Oh, veraimt aber! Der Donphan, was ist da los? Den hätte er doch safe haben können. Und fällt jetzt auch noch. Er hatte wirklich. Oh, schönes Ding. Aber schönes Ding von jeden Fall. Mauli passt auch auf. Jetzt am Nachladen kriegt dafür ins Gesicht. B ist auf jeden Fall jetzt frei. Tür und Tour sind trotzdem. IC, todesblind. Einer ist auf jeden Fall low von Object. Ist machbar, die ganze Sache. Ja, zumal, wie gesagt, gegen 4 sind bloß noch 2. Beide stehen jetzt auf dem Spot. Brett! Frag von Iceball. Payen mit dem Refrag. Und riecht ihn gesehen. Auch. Richtig schön gemacht vom Payen. Schön geredet. So, ich weiß nicht, haben sie Pause gecallt? Immer noch nicht. Immer. Zeit läuft. Ah, aber da kommt schon der nächste. Aber da brauchen sie keine Pause mehr callen. Ja. Aber Iceball hat auf jeden Fall. War ein sehr schöner Frack. Ich glaube, der Gegner hat jetzt Kopfschmerzen. Neue Zahnprothese angesagt. Oh, da fällt Nico Frack Mitte. Und Payen. Oh, also Mitte spielen sie gut, sie kommen jedes Mal Mitte durch. Ja. Aber die spielen auch, aber auch ohne Gegenwehr groß. Spielen sie defensiv die Mitte. Okay, nee. Ist nur ein Mann in der Mitte, der ist instant gefallen. Mauli fällt da. Und da geht's schon durch CT. Boah, da gibt's Team Damage. Wahrscheinlich gerade einfach ein bisschen durcheinander, gerade viel passiert bei Vulcanian. Also, die haben ja jetzt in der Mitte einen Frag gemacht, kurzen Frag gemacht. Eigentlich müssen sie wissen, dass nur noch einer A sein kann. Ist jetzt am nächsten. Ah, jetzt können sie. Ja, fangen. Oh, schön hier. Elemental kann 2 machen. So holt er das Team noch zurück. Donphan. Ah, die brauchen ein bisschen zu lange. Donphan kann noch einen holen. Und damit One-on-One. Genau. Otto, noch ein schönes Ding, Donphan. Safe die Runde. Das ist ein Applaus wert. Tatsache. Also meiner Meinung nach viel zu lange gewartet von Optrack. Die haben die Mitte schon gehabt. Wie du gesagt hast, eigentlich kann nur noch einer A sein. Wenn sie Short schon hatten. Also da hätte was Schnelles passieren müssen und nicht dieses ewige Rumgeeier in der Mitte. Wenn nur das hat den Jungs ermöglicht, die Runde zurückzuholen. Jetzt geht's zügig B, nur Pistols. Optracked. Da holt er die 2 Tracks. Nice. Donphan.
Lolli ist auch noch nicht gesehen, macht auch zwei. Einer schon durch, den haben sie nicht gesehen. Aber macht auch nichts. Also, schön verteidigt hier, gut gesehen. Jeder hat seinen Job gemacht. Ohne einen zu verlieren, das ist Moneypolster. Ist oben. Das heißt auch, wenn sie jetzt verlieren sollten die Runde, können sie noch einmal kaufen. Aber, mal Eco. Aber auch Object Gaming, genau so sieht's aus. Entscheiden sich nochmal für die Eco. Ich finde, in der nächsten Waffenrunde sollte Vulcanion mehr auf die Mitte gehen. Ja, die mit drei Mann Mitte spielen. Ja, schon wieder. Short kann geholt werden, schon wieder easy. Das will jetzt hier. Ah, oh, kann sogar einen machen. Das Todesblind jetzt. Moment, da. Schön. Zwei wieder. Zweimal also, geholt. Also ich würde Vulcanion, wie gesagt, empfehlen, bei B im Vent zu boosten. Der A-Spieler geht auch nochmal Richtung Short und der Mittelspieler geht ein bisschen off, damit sie mehr Mitte-Kontrolle haben, weil wie gesagt, Cage ist eine Map, da ist die Mitte extrem wichtig. Wenn ja. Die Mitte verloren geht, ist normalerweise, wenn das Team das richtig ausspielt, ist das die Runde für die T. Das ist eine Runde. Ja, Mitte musst du eigentlich mit zwei Mann nehmen, also eigentlich muss echt einer close vorne stehen. Und dann einer von Short von mir aus Whitebox, der kann A mitmachen oder halt wirklich hinten nochmal mit der AW. So, Object macht sich bereit für den Argo höchstwahrscheinlich. Ist Moxy kommen auf jeden Fall. Weiß ich, kann auf jeden Fall callen. Die Nate hat gefressen. Bang! Allmächt blind! Blind und durch, die Smoke, oder? Leck mich am Arsch! Richtig stark auf. Also alle mal Pain reporten. Einfach prophylaktisch. Da kam der Reflect direkt wieder von Hawk. Und wieder. Ah, oh, Gamble hier sieht oben. Der Gamble blind sieht nicht, dass er bleibt denn steht. Der Call, das S-Gang. Oh, der Spray gegen Yellow. Da kann so. Dofan wieder drei Leute holen von kurz aus. Ja, schönes Spiel von ihm, auf jeden Fall. Der ist on fire, der Typ. 16-6 für 16-5-6. Also der macht hier echt viel. Wieder eine Pause gecallt von Payen. Optrack Gaming dieses Mal. Wahrscheinlich scheiße seine Mates jetzt gerade mal eine Runde zusammen. Also wie gesagt, anstelle Optrack würde ich weiterhin mehr über Mitte machen, aber es muss dann halt schneller gehen, wenn sie Mitte weggeholt haben. Also dann eiern sie da ein bisschen zu lang Mitte rum, meiner Meinung nach. Vor allem sollten sie einen in der Mitte stehen lassen am Whitebox, damit er S-Gang holen kann, weil ich glaube, das ist jetzt schon das zweite oder das dritte Mal, dass einer aus S-Gang ein paar Leute holen kann. Dass sie nicht darauf achten, ist ein fataler Fehler, weil dadurch haben sie jetzt schon zwei Runden, glaube ich, verloren. Ja. Und ja, aber auch, die müssen auf der anderen Seite stehen lassen. Auf der anderen Seite Vulcanion macht Mitte viel zu wenig. Ja. Also dann sollten sie zweimal Mitte abstellen, wenn sie so nicht zurechtkommen. Und ja, also die geben die Mitte immer her. Auf der anderen Seite dann der Retake, beziehungsweise die Beteiligung durch, aber nur durch Donphan, der regelt das dann immer noch. Ich kann die Runde noch irgendwie. Ja, er ist halt immer der Verschieber, der Richtung, wie gesagt, Z-Gang rausgeht und dann immer 1, 2, 3 Leute holt. Das müsste eigentlich jetzt aufgefallen sein. Schöner Fall. Oh. Von Nico. Ist sie hat den Seitengang schon gecheckt. Aber die spielen jetzt schon die dritte Eco, kann das sein? Ja, die hatten vorher eine Waffenrunde zwischendrin, die sie aber verkackt haben. Also jetzt wieder zwei Ecos hintereinander, das ist die zweite. So, Payen auf jeden Fall gehört. Oh, der Nico. In Green. Knapp. Verschoben. Hinten Richtung B mit der Bombe. Soll wohl höchstwahrscheinlich ein A-Fake werden, damit sie auf ja, B plätten werden jetzt A-Faken und B-Plätten. Payen geht auch sofort wieder weg. Oh, schönes Ding. Kann die Waffe ziehen und wird jetzt auch... Und dann wird der Peter, da wird verschoben. Dortfan hat's geschnallt. Es dauert wieder zu lang. Sie hätten sofort draufgehen müssen. Was soll die Warterei jetzt? Es wird schon zurück verschoben. Dortfan lässt die Bombe hier nicht durch. Oh, schöner No-Score von Nico. Holt er noch den zweiten. Schönes Ding von Nico. Und damit Payen jetzt alleine. Also wieder zu langsam. Es wird wieder zu lang gewartet. Richtiges Timing gehabt. Ja. Ist schon verschoben worden Richtung A. Und dann wieder wartend.
mal. Da waren sie sich, glaube ich, noch nicht so ganz sicher gewesen. Ja, ich glaube, Payne geht erstmal eine Runde safen. Zeit durch. Was will er machen? Kann er nichts anderes machen. So sieht's aus. Den Chef von Oberdorf. Was zum Henker ist Oberdorf? Ich bin undercover Gopi. Nein, das bin ich nicht. Ich bin zwar genauso breit wie Gopi, aber ich bin nicht Gopi. Leider Gottes. Also, Grüße gehen raus an den Chef von Oberdorf, wer auch immer das ist. Wieder mit der Defensiv. Nico verschießt. Ah, ne, hat nicht gesetzt. FAP-Pain. Jetzt wird Mitte wieder komplett aufgemacht. Aber ich glaube, Object weiß auch noch nicht so genau, wo sie hin wollen. Niemand kann eigentlich ansagen, dass vom Main was gehört wurde. Als jetzt noch einer vom Main ist, hab's auch gehört. Ja, wird auch schon verschoben von B. Bin hier weit vorne mit seinen LKP. Kann einsetzen. Bevor er geholt wird. Und dann nochmal ein Refill von Hawk. Jetzt geht's gerade Schlag auf Schlag hier. Mitte wieder einer durch. Daydreamer macht den Track of A. Ist jetzt aber gesehen. Mauli weiß es aber. Doch, weiß Bescheid, wollte gerade sagen. Weiß wohl nicht Bescheid, ist wohl nicht gecallt worden. Bombe liegt. Tour-on-Tour-Situation. Oh, kriegt ihn hier nicht. Und damit Devil alleine. Schöner Frame von Kann Devil. Einsetzen. Hat's richtig Gespür auf jeden Fall. 80 AP. Na, ah, kriegt ihn aber nicht. Schade. Wieder Don Fun, der es regelt. Also dem können sie eigentlich die Füße küssen. Er holt hier eine Runde nach der anderen für sein Team. ...17-7-6 für Donphan. Scoreboard Leader. Er wird doch wieder Richtung A gehen. Also zwei Runden sind eigentlich noch sehr wichtig für Object. Ja. Dan kriegt ihn mit dem wieder, aber nur noch 16 AP. Er kann den Entry immer setzen. Geht aber low auf jeden Fall raus aus dem Duell. Aber kann trotzdem immer den Entry setzen und Object macht aber an sich nie wirklich was draus. Trotzdem, dass sie den Entry setzen. Bitte. Oh, Mauli holten sich hier. Danke dir, Flofus. E-Rex. Geht wieder Richtung Mitte. Die haben immer das richtige Gespür. Also das Mitte. Jetzt E-Rex. Nein, kriegt er nicht. Ja, haben sie. Wie gesagt, sie machen zu wenig draus. Also mit Control kriegen sie jedes Mal. Setzen da jedes Mal den Entry, aber machen nichts draus. Oh, macht Hawk den. Oh, nein. Dave von Short. Nate. Kriegt ein. Da hat er den Frack B gefallen. Don't fan down auf B. Also direkt verschoben. Sehr schnelles Verschieben bei Will Canyon. So. TT gesmoked jetzt. Bombe ist halt nicht da. Schön, auf schön von Hockey. Jetzt muss der Bombenleger kommen. So. Den Plan kriegen sie durch. Jetzt am besten nicht beide on site stehen. Und. Nicht hat er den gesehen? Schön, oh, okay, schönes oh, Ding! Fett jetzt! Der will alleine einfach nicht zeigen am besten. Er hat sogar noch eine Smoke. Er hat sogar noch eine Flash. Muss er eigentlich ausnutzen. Aber ja. Gut. Ob er es bei Ihnen jetzt. Nein! Aber er kann es machen. Schönes Ding. Wichtig für Optrack, wie gesagt. Am besten die nächste auch noch mitnehmen. Wie gesagt, nicht zu vergessen halt, ESL-Config, die Bombe ist schneller. Also, wenn die gelegt ist, hast du nicht mehr lange Zeit zum Überlegen, sondern da muss es laufen.
Ja, dann hat man 10 Sekunden weniger Zeit. Ja, die machen einiges aus. So, Object wieder mit dem Booster. Ja, wollen sich jetzt boosten. Aber, ja, also, sind das sie nicht machen. So einig, wer geht? Nico defensiv in der Mitte. Also Mitte jetzt komplett auf. Ja, ich glaube, sie haben spekuliert, dass sie jetzt wahrscheinlich eine Forceball-Runde haben. Also nur Pistols und dass sie vielleicht Rush kommen. Deswegen also spielen sie sehr defensiv, aber jetzt trauen sie sich langsam wieder Richtung Mitte raus. Und haben wieder die Mitte eingenommen. Ja, wie gesagt, Mitte war aber auch halt niemand, der irgendwas hätte verhindern können. Durch den Schacht, schönes Ding. Onside, der Mauli. Kann einen machen. Wieso diese dauernde Nachladerei, Leute? Ich kann zwei machen. Und schon wieder nachladen, Ork. Nach jedem Frag nachladen. Ist das die COD-Krankheit? Oder? Ja, ich weiß es auch nicht. Vor allem mit 30 Schuss bei der A4, warum? So, jetzt. Nementei und Nico. Nico und fällt hier. Ja, Nementei alleine. Die Runde muss safe sein. Ja, muss die sechste Runde vor Optrack sein. Okay. Da ist es. Die beiden letzten Runden, die waren wirklich sehr wichtig. Die waren sehr wichtig, ja. Mit 6 Runden kann man arbeiten. Ansonsten mit 4 wäre es schon wieder eng geworden. Und jetzt noch die Pistolen, dann sind sie eigentlich gleich auf. Also jetzt hoffen wir, Optrack. Wie gesagt, ein bisschen unkoordiniert, finde ich. Im Moment. Reißt euch zusammen, Jungs. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie Optrack die Mitte spielt. Ob die das genauso spielen wie Vulcanion. Andersrum, ich bin gespannt, wie Vulcanion die Mitte spielt. Weil wenn die Mitte schon so defensiv decken, auflassen, wie auch immer, ob die überhaupt die Mitte anspielen, oder? Also, geht auf jeden Fall Richtung A. Sollst mich noch weiter lauter stellen. Was noch lauter? Immer noch. Da war der erste Kontakt. Die verschieben wirklich sehr schnell. Die sind schon fast noch lauter? Oh, schönes Ding. Oh, Erex leckt. Mauli. Delta wird von hinten geholt. Nico. Alle beide low. Alle beide. Oh, da war der Messer. Hast du das gesehen? Nein, ich war leider. Auf anderen. Und. Oh, Devil. 4AB. Und schönes Ding. Kriegt da den Headshot. Von Nico. Da wollte der E-Rex ihn live. Warum denn? Manu, bitte zähl Right Hand. Wow. Ganz wichtig. So. Was hat Richtung sich T-Rex dabei gedacht? Das war... Also die Runde geht auf jeden Fall auf sein Konto, weil er ihn unbedingt knifen wollte. Ja. Frack geil halt. Weiß ich nicht. Fame geil. Keine Ahnung. Wie kann ich es nennen? Oh, schönes Ding. Don Fan hier. Iceman müsste jetzt eigentlich defensiv gehen, weil er lower... Nochmal Don Fan. Ja. Der Typ ist... Wirklich on der ist fire, richtig on fire. 20-9 hat er jetzt auf sein Konto. Der macht hier echt wichtige Fracks. Für die Jungs von Vulcanion. Da kommst du mit 5 Mann durch, Moneypolster aufbauen. Sehr gut, kein Mann verloren, ist auch wichtig. Ja, da gibt's jetzt ein bisschen Geld. Blöd jetzt auf jeden Fall für Optract, weil er ist natürlich im Nachteil. Da kommt der Mitte-Push von Optract, ob der aufgehen wird. Bleibt abzuwarten. Nein, 3, schön. Leider nicht. Da stehen sie sehr solide. Mauli. Schön. Da standen sie in der Mitte sehr solide. Ja, damit haben sie wahrscheinlich auch gerechnet. So ein Standard-Spiel, finde ich. So, die erste Waffenrunde. Also, Object muss jetzt wirklich sauber stehen.
Die dürfen sich jetzt nicht mehr viel erlauben. 12 zu 6. Oh, durch die Smoke, der Nico. Alter Vater. Da sprayt er einfach durch, der zieht einfach durch. Ich glaube, seine linke Maustaste ist jetzt im Arsch gegangen, weil er so durchgezogen hat. Bis aufs Mauspad gedrückt. Ja. Ich glaube, jetzt ist ein Loch auf seinem Tisch. So, Tor auf, Hockey kann callen. Also jetzt muss okay. schon, also jetzt muss schon einer verschieben vom B, weil Smoke musste gecallt sein. Donphan halt. Alleine auf B, ne? Gesehen. Kann auch geholt werden. So, jetzt muss aber verschoben werden. Machen sie auch. Mal gucken, ob Payen was reißen kann, weil zwei Leute sind low. Nice, schönes Ding, Payen. Holt die zwei Bombe down. Wichtig. Payen. Ja, richtig. Holt den dritten. Schön gespielt. Also, starker Auftakt von Payen. Das ist der, der Object noch am Leben hält, sag ich mal, der auch mit 22-13 der Top-Tracker von Object ist. Also, der ist auch on fire, der Typ. Haken, Payen war richtig nice, heiß auf das Turnier. Der freut sich schon die ganze Zeit. Also, ich gönn's den Jungs auch wirklich. Oder würd's den Jungs auch wirklich gönnen, so rum. Relativ verteilt jetzt hier. Gibt's den Push. Es wird doch zaghaft die Mitte ein bisschen angespielt. Mal gucken, ob Nico den First Track ziehen kann, denken sie sich bestimmt. Zeigt sich keiner? Nee. Von Optract. Gut. Ist okay. So, der schafft auf Wannabe vorne. Was ich aber jetzt nicht verstehe. Gegen die Arme. Oh, oh, kann aber den ersten setzen. 15 HP. Und dann, oh, nice. Richtig schön. So muss es laufen. Ja. Payen fällt hier auf A. Ja, und das müsste die nächste Runde vor Object sein. Die Bombe müsste gleich zu sehen sein in der Mitte. Nehmen wir einen Teil. Letzter Mann. Und dem brauche ich alles zu. Aber Bombe down. Müsste jetzt eigentlich gecallt sein, dass die Bombe Mitte down ist. Ja, jetzt wieder Frackgeil hier. Leute, haltet euren Arsch weg. Vor allem braucht ihr Moneypolster, Leute. Ihr müsst da zurückbleiben. Haben sie jetzt verstanden. Sie wollten ihn einfach noch wegcashen, aber haben gleich verstanden. Okay, lassen wir das lieber. Besser spät als nie. Obwohl, nicht, wieso sie jetzt so verteilt stehen. Ne? Ja. Weil jetzt lassen sie die Bombe komplett alleine. E-Rex. Gut. Zwölf zu acht. Jetzt Ico auf T-Side. Müssen sie haben, Object. So, ich glaube, das wird jetzt ein schneller Growth von Vulcanion. Haben schon alle aufgestellt. Rex macht hier sogar Damage durch die Smoke. Wir wollen doch kein schneller Go. Oh, Devil! Devil! Wird aber auch nicht geholt. Devil ein bisschen Luck dabei. Oh, das ist der erste Track von Nico. Gegen E-Rex. Devil war ein schönes Ding. Ja, viel zu offensiv, zu weit raus. Donphan durch CT. Payen! Jetzt. Oh, wichtig, wichtig. Icy down. Also doch noch aber gefangen, aber... Das kann trotzdem noch ziemlich knapp werden. Ach, schade. Okay, nein, wichtig für Optract. Ja, für Optract ist es wichtig, aber auch schade für Vulcanion. Richtig. Weil das war aber auf ziemlich jeden Fall schön gespielt. Da waren krasse Header dabei. Vulcanion. Weil alle beide Spieler waren auch low gewesen von Optract. Hat er jeweils getroffen. Das ist auch ganz schnell andersherum aussehen können. Ja, wie gesagt, vor allem war eine Eco. Oh, wer hat gepaust? Stimmt. Pause ist drin. TT hat gepaust. Relock. Relock, okay. Payen nervös. Nee, jemand anderes rausgegangen. Wer war denn das jetzt?
Ja, vor allem bei Optract. Ich weiß es gar nicht. Also hier, Donphan nochmal ganz wichtiger Spieler. Mauli aber auch mit 21,5,14. Nein, der hat aufgeholt, der Mauli. Aber Nico, der Nico auch hat auch sehr knapp gut dahinter aufgeholt. Mit 20,3,12. Ja. Der anderen Seite bei Optract. Da ist Bayern weit entfernt. Also im Moment der Einzige aus seinem Team, der gute Performance zeigt. Er braucht ein bisschen mehr Support von seinen Teammitgliedern. Ist so, alleine kann er es nicht machen. Ich spiele ohne Grafikkarte, was soll ich sagen? Cool. Wie macht er denn das? Nach Gefühl. Oder er hat ein gutes Headset. Sehen Sie das denn? Wir schreiben Monitor aus, Fragezeichen. Nee, schade, sehen Sie nicht. Verdammt. Mit Laptop und Ersatzmaus. Ja, jetzt kommt hier wieder Penisvergleich, wer hier den übelsten Handicap hat hier. Ja. Ah, oh, mir geht's am schlechtesten. Ja gut, aber warte mal, wer hat denn das geschrieben mit Laptop? Daydreamer, gut, das sieht man auch an seinen Stats, 7,15. Kann daran liegen, muss aber nicht, denn er hat ja, glaube ich, immerhin genügend Zeit, um sich ein bisschen daran zu gewöhnen. Warum denn nicht schreiben? Lass sie doch schreiben. Hallo Dristyle, vielen lieben Dank für deinen Host. Hallo Dristyle. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Vielleicht an der Stelle mal vielen lieben Dank für alle Follows, die reinkommen. Heute oder während dem Turnier habe ich die Alerts aus. Weil ich glaube, das wäre nur nervig. A little bit. Yuki hat den schlechtesten Laptop, schreibt sie. Manu, ich habe dir meine Zigarette rübergeschmissen. Nice, habe ich tatsächlich gerade angemacht. Ich habe mir gerade eine gemacht, ja. So, auf geht's. Weiter. Was ist los mit Hawkey? Ah, ich wollte gerade sagen, keine Waffe. Aber die lag bloß irgendwo. So, 12-9 für Vulcanion. So, wieder Richtung B. E-Rex kann callen. Aber diesmal glaube ich... E-Rex kann einmachen. E-Rex kann auf jeden Fall noch Damage machen. Und wann muss es umgehen? Schön. 3. Nice, Bombe down, Devil. Warum schaut denn Eric so Richtung Vents? Aber er hat den richtigen Riecher. Richtiger Riecher ist es. Oh. Alles gut. Schön gemacht, Optrack. So muss das laufen. Dafür gibt es jetzt mal einen kleinen Applaus. Ich will auch mit applaudieren. So, jetzt wird es langsam eng für Vulcanion. Und jetzt, ja, Frostbuy. Bei Nemetal. Ich glaube, da gab es Kommunikationsschwierigkeiten. Da war einer zu schnell mit seinem Beißgut. Ja. Oh, die Nate, die sitzt! Schön, nice. Aber dauert dann zu lang. Nico hilft nicht gleich. Oh, E-Rex hier mit dem. Holt sich zwei. Schönes Ding von ihm. Und der letzte Frank geht an Devil Gamer. Und schon steht's 12-11. Der Begamble, sorry. Schon steht's 12-11. Den Metall jetzt ohne Waffe. Na, kann noch ein bisschen reinforcen. Ich sehe aber auch, ich weiß nicht, ob sich Vulcanion gut vorbereitet hat auf diese Map, aber ich sehe hier kaum Taktiken. Ich sehe mal hier die Standard-Ghost im Moment von Vulcanion auf der T-Seite. Ob sie sich da ein paar Gedanken gemacht haben, keine Ahnung. Ich weiß nicht, gab auch noch keine Fakes oder ähnliches eigentlich. Aber haben sich beide über die Map gefreut? Beim Veto Vote. Okay. Also beide haben gesagt, nice, Cash, spielen wir gern. So, meine Lieblingsmap. Scheiße! Hab ich. Nein, darf ich nicht sagen! Tja, Bubu! Hier die ersten Insider-Infos. Von den Bären heißen sie, glaube ich, bloß, gell? Bären stark! Nein, ihr habt euch bloß mit Bären angemeldet, glaube ich.
Nee, Team Bär ist unser Tech. Aber Bärenstark essen wir. schade. Eisball verschieden. Oh, kann ihr pushen. Gegen den blinden Lico. Sprayt ihr aber alles vorbei. Aber trotzdem kann man noch den Frag holen. Da wird Refrag von Payne. Payne hilft. Wichtig. Bombe down. Kann gecallt werden. Payne noch ein. Payne. Schönes Ding von Payne. Ey, ist das ein Tier? D-Rex bitte Arax aussprechen. Alles klar, ich gebe mir Mühe. Wieso schreibt er dann E-Rex, wenn er Arax heißt? Verdammt nochmal. Payne hat geaced? Also, die 3 habe ich auf jeden Fall mitgekriegt. Davor weiß ich gar nicht. Rex. Nein, Arax. Wieder Force bei T-Side. Weiß nicht, ob sie lieber eine Echo gespielt hätten. Da geht's aber auch gerade im Chat richtig ab hier. Die Payen-Fangirls sind da. Ohne Witz, supportet sie, Jungs. Weiter so. Wo ist der Support für Vulcanion eigentlich? Haben wir Vulcanion-Fans in Chat? Schöner Frag wieder von Payen. Oh, schön, Nico. Kommt schon Daydreamer, da holt er den ersten. Daydream, da ist er immer mal reingelaufen. E-Rex. Arax schießt. Und da holt er den unter dem beim Nachfassen. Und da holt sich Payen noch den Nico. Gehen damit in Führung, 12:13. Schön gedreht auf jeden Fall. Arax auch noch. Arax oder Arax? Backstepper. Der Body ist für Vulcanion auf jeden Fall. Ja, da wurde aber geholt von Nico. Das war eigentlich schlecht gemacht von E-Rex, weil wenn man den ersten Shot nicht holt, sollte man wissen nicht bleiben. Ja, das war halt wieder unnötiger Challenge. Da holt der Hawk die 2 On-Spot, die Bombe ist down. Richtig. Das müsste die Runde vor Optrack sein, wenn sie da jetzt nichts anbrennen. Payen! Da holt der Payen. Safe! Und Payen! Alter, Payen on fire! 33! Aber was hat der heute gefrühstückt, ey? This carry, Alter! Ist der Popeye oder was? Hat das Spiel abgefrühstückt? Allmächt! Payen macht das Spiel alleine, ich schwör's dir! Zwölf zu 14 für Optract. Darkest Comeback von Optract. So, langsamer Aufbau auf A. Gucken, ob sie da irgendwas snacken können. Der erste Kontakt war jetzt. Der Go. Nice, Bay and Rocky. Dann gehen wir mit dem nächsten Frag. Nice, wieder schön. Payen wieder mit 2 Frags. Optrack lässt da gar nichts anbrennen. Wie gesagt, sehr schade. Vulcanion wird irgendwie. Da ist es schon vorbei, oder? Ne, Zeit läuft noch, wollte gerade sagen. Irgendwie ein bisschen taktiklos auf der T-Seite. Ja, also hier wirklich starkes Comeback von Optrack auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Vulcanion wahrscheinlich gerade auch echt demotiviert, wissen nicht so ganz, was sie spielen sollen. Wo bleibt denn da der Ansager? Der muss jetzt motivieren hier. Der muss jetzt sagen, ey Leute, holt nochmal alles aus euch heraus. Ist so. Guck mal hier, Optract. Hockey. Nein, Payen wieder. Der kommt wieder aus dem Nichts. Aber der Nico, der hat 2 Leute low geschossen. Payen riecht auch die Green Door, Alter. Ich schwör, der hat an, ich würde den reporten. Reportet alle bei Payen. Ja, also ich glaube, das ist GG. Ja, sieht gut aus. Elemental.
Bombe down. Ja. Ja, ich da glaube, ist es durch. GG. Obtract hat das Ding gedreht. Schönes Ding, schönes Comeback. Wie gesagt, ich gönn's den Jungs. Komm, wir ziehen uns diesmal hoch.